Als Marinade, besonders geeignet für Fisch, empfehle ich Ihnen heute eine Honigmarinade mit rotem Pfeffer. Passend zur Grillsaison, Ihr Thomas Neumann. Wir beginnen mit unserem Knoblauch. Nicht zu viel, dann nehmen wir bloß eine halbe Zehe. Einfach kurz durchhacken. Als nächstes nehmen wir unseren roten Pfeffer. Das ist kein herkömmlicher Pfeffer, das ist eine Beere. Die ist ganz leicht, lässt sich auch leicht in der Hand zerdrücken. Wir zerdrücken den Teil und den Rest geben wir im Ganzen rein. Nicht zu viel, soll nicht zu pfeffrig werden. Etwas Salz und unseren Honig. Dafür eignet sich am besten der transparente Honig. Kann etwas üppiger sein. Und wieder etwas Öl, um die ganze Sache geschmeidig zu machen. Der Honig sollte etwas warm sein, dann lässt er sich besser verrühren. Und noch etwas Öl dazu. Den Lachs als Empfehlung vorm Marinieren schon salzen. Das Ganze schön marinieren, wenn am Abend gegrillt wird, am besten morgens marinieren. Abdecken und im Kühlschrank ziehen lassen und dann wäre unsere Marinade fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de